Also am 25.11. steht der Gegner leider noch nicht fest, aber es wird auf jeden Fall ein ernstzunehmender Gegner sein, auf Augenhöhe. Und wir werden eine gute Show bieten am 25.11. in der World Music in Berlin. Sie hatten auch letzten Kampf jetzt in Magdeburg gemacht. Wie ist dieser Kampf gelaufen? In Magdeburg bin ich Deutscher Meister geworden und habe in der ersten Runde durch einen guten Leberhaken gewonnen. Und mein letzter Kampf war aber jetzt, vor 2 Wochen in Göppingen, bei der Abschiedsgala von Firat Aslan. Da habe ich Live Bild Plus auch meinen Gegner in der ersten Runde K.O. geschlagen, habe ihn mit der linken Hand, also als linker Haken am Kopf getroffen und dann durch K.O. gewonnen. Also praktisch so viele Kämpfe jetzt hintereinander? Ich hatte jetzt dieses Jahr 4 Kämpfe, das in Berlin wird der 5. sein. Insgesamt hatte ich 7 Kämpfe, 7 Siege und alle 7 durch K.O. Okay, und wie viele Kämpfe planen Sie für nächstes Jahr? Gibt es da schon Pläne? Ich denke weniger. Also man wird sehen, was für Chancen uns nächstes Jahr bieten. Und ich hoffe, dass wir die Chancen bekommen, um eine EM, also eine Europameisterschaft zu boxen. Und das ist das Ziel für nächstes Jahr. Und man wird sehen. Also wenn ich um eine EM boxe, dann werde ich mich natürlich auf 12 Runden einstellen müssen. Das dauert dann länger. Und deswegen plane ich zwischen 2 und 3 Kämpfe nächstes Jahr. Jetzt boxen Sie in Berlin in sehr schönen Halle. Ja, was erwarten Sie davon, also von diesem Boxabend? Ja, also Berlin ist ja die Hauptstadt Deutschlands und das ist für mich eine große Chance, hier mich zu präsentieren, mein Talent unter Beweis zu stellen. Und ich hoffe einfach, dass die Leute uns die Chance geben, uns zu präsentieren, dass wir wirklich das deutsche Boxen auch mit solchen Veranstaltungen auch positiv mitwirken. Und ich glaube schon, dass viele Leute da werden und ich habe ja das Glück, der Neffe einer Boxlegende zu sein, Luan Krasnici. Und ich denke, viele, die meinen Onkel früher schon unterstützt haben, werden es auch für mich tun. Und wir werden die Geschichte weiterschreiben. Welche Ziele haben Sie persönlich im Boxen? Ganz klar, ich möchte Weltmeister werden. Ich will die größten Namen im Boxen kämpfen. Ich möchte die besten Boxer herausfordern. Und ich möchte, ja, wie gesagt, Weltmeister werden. Das ist mein großer Traum und das Ziel. Aber Sie waren schon Gürtelsiege praktisch schon in der Familie. Genau, mein Onkel war ja Europameister bei den Profis, Vize-Weltmeister damals in Hamburg geworden und ein sehr, sehr erfolgreicher Amateurboxer und ich kann den Weg einfach nur weitergehen. Boxerisch, was können Sie von ihm oder was haben Sie von ihm schon ein bisschen übernommen? Was kann man bei ihm abgucken? Also ich habe ja mein ganzes Leben lang von ihm abgeguckt. Also seit ich denken kann, lebe ich für diesen Sport. Ich habe viel für diesen Sport aufgegeben und natürlich auch dank meinem Onkel, er war ein Leben lang mein Idol. Ich habe vieles von ihm abgeguckt, menschlich wie auch sportlich. Und es ist für mich einfach eine sehr große Bereicherung. Wo trainieren Sie und wie trainieren Sie? Ich trainiere in Rottweil, wir haben unser heimisches Gym. Ich habe meine beiden Trainer, einmal ist mein Vater, der seit Tag 1 mein Trainer ist, Agim Krasnici. Und mein zweiter Trainer, Valentin Silagi, ein sehr erfahrener Mann, der auch in der Ecke meines Onkels stand und bei vielen, vielen Ex-Weltmeistern. Ja, wenn Vater der Trainer ist, ist es schwierig oder, wie ist es, oder haben Sie sich schon daran gewöhnt? Also wir arbeiten schon seit fast 15 Jahren zusammen und es ist, ja, es ist eigentlich gut so. Also wir haben uns aneinander gewöhnt und er weiß, er kennt mich am besten. Er weiß, wo meine Stärken, wo meine Schwächen sind. Und auch mental und psychisch kennt er mich sehr gut. Und das ist einfach für mich wichtig, dass ich einen Trainer habe, der weiß, wie ich ticke. Und genau. Boxen in Deutschland. Also Sie haben ja schon in Magdeburg unter diesem Promoter auch geboxt, jetzt wieder in Berlin. Es sind, denke ich mal schon, Kampfarmen von sehr guter Qualität. Was können Sie darüber sagen, also über dieses Team? Also viele Sport zu meinem Promoter Burim Soleimani ist ein ganz besonderer Mensch für mich. Wir sind nicht nur geschäftlich verbunden, sondern auch wirklich freundschaftlich. Wir pflegen eine sehr schöne Freundschaft und ich fühle mich sehr wohl bei der Fide Sports. Also die Veranstaltungen, die Fide Sports macht in Deutschland, sind einfach fast schon konkurrenzlos, weil einfach es wieder dieses Feeling ist von früher. Also die großen Namen, die Klitschkos, Luan, Arthur Abraham, die großen Namen, die großen Events, wo sie geboxt haben, es spiegelt das alles wieder und versuchen mit der Fide Sports und den Sportlern, die dazugehören, einfach dieses Feeling wieder zurückzuholen und Boxen wieder salonfähig zu machen. Wie sehen Sie die Perspektive? Man hat jetzt gesehen, dass sehr viele Boxabende in Deutschland wieder stattfinden. Ja, Sie haben ja gerade angesprochen, Sie waren jetzt praktisch fast jedes Wochenende unterwegs auch. Und geht ein bisschen Profiboxen in Deutschland ein bisschen voran auch? Ich glaube schon. Also wir müssen einfach in Deutschland daran arbeiten, dass wir wieder Persönlichkeiten rausbringen, dass wirklich Jugendliche und die Jugend einfach sagt, okay, das sind Idole, Ikonen, daran müssen wir arbeiten, dass der Sport wieder interessant wird
und die Persönlichkeiten auch den Sport interessant machen. Und dazu brauchen wir einfach auch natürlich die mediale Unterstützung. Und leider ist jetzt gerade kein staatlicher Fernseher da, so wie damals ZDF oder ARD. Aber ich denke, die Chance wird auf jeden Fall kommen, indem wir einfach gute Kämpfe präsentieren und uns weiter vermarkten. Welchen Kampf würden Sie gerne in Deutschland sehen im nächsten Jahr? Jetzt meinen Kampf? Oder? Ja, erstmal generell, dann vielleicht Ihr Kampf. Also es gibt gute Boxer in Deutschland. Natürlich, es gibt Kampfpaarungen, die will man sehen, aber ja, jetzt muss ich überlegen. Also klar, was gibt es denn da für große Namen? Also man wartet natürlich jetzt auch auf meinen Stallgefährten Tom Schwarz natürlich, was er in Zukunft bringt. Und ich hoffe, dass er nächstes Jahr eine große Chance kriegt, gegen einen großen deutschen Namen zu boxen. Ich meine, wir haben im Schwergewicht ja auch große Namen und Tom gehört dazu. Und ich glaube, dass er das Zeug hat, in Deutschland die Nummer 1 zu werden. Und wen würden Sie gerne boxen? Ich möchte die Besten boxen. Also wir wissen ja, wer in der Rangliste ganz oben steht in Deutschland. Und ich werde Stück für Stück arbeiten, dass ich mich annähere an dieser Rangliste. Und dann hoffentlich wird ein Halbschwergewicht mir die Chance geben, dass ich mich beweisen kann. Aber erstmal viel Glück am 25. November in Berlin. Vielen lieben Dank.